Uniprofi-Rennen, war das so gutes Produkt? Das war damals, also vor, ist ja fast 20 Jahre her, auch vor 15 Jahren noch, war das das Produkt, wenn man als einen Riester-Vertrag machen wollte mit Fonds, war das das Produkt der Wahl. Weil tatsächlich der Fonds, mit dem die das gemacht haben bei Union, das sind ja Volksbank und Volksbank und Raiffeisenbanken, das war der Uni Global, das war ein guter Fonds, der auch jenseits von der Frage, ob man damit geriestert hat oder Uni nicht, Global ist gar nicht so durchaus schlecht, immer ja. als ein guter Fonds galt. Immer noch. Und das war gut zu machen. Und was dann passiert ist, also eigentlich ist das alles bis 2015 ungefähr relativ, das ist dann an der Börse rauf und runter gegangen, aber das ist es ja, das geht ein bisschen rauf und runter, da hätte man auf die Dauer auch eine gute Rendite damit gehabt. Und dann kam diese Niedrigzinsphase und dann wurden die alle fürchterlich nervös, auch bei Union, und haben an diesem Vertrag 2015 und 2017 ganz viel rumgekriegt.